Spotify wird von uns täglich genutzt und dennoch kennen wir ganz viele Funktionen nicht und deswegen zeige ich dir heute die besten Funktionen, Tricks und Hacks zu Spotify. Ich würde mal sagen, meine lieben Freunde, los geht's. Für mehr solcher Tipps zu Online-Angeboten einfach diesen Kanal abonnieren und keine Videos mehr zu diesem Thema verpassen. Ich habe mir überlegt, ob ich jetzt irgendwie so die 5 krassesten Tricks irgendwie raussuche. Ich habe mich dafür entschieden, einfach mal sehr, sehr viele Sachen rauszusuchen. Das heißt, da kann es auch sein, dass ihr vielleicht ein paar Sachen kennt. Da sind aber auf jeden Fall ein paar Sachen mit dabei, von denen ihr wahrscheinlich noch nie was gehört habt. Deswegen würde ich mal sagen, legen wir direkt mal los. Playlisten sind wichtig. Man sucht sich ja nicht jeden einzelnen Track selber aus. Deswegen ist es auch gut, dass man eine gute Playlist hat. Diese Mission versucht Smarter Playlists hinzubekommen. Smarter Playlists ist eine Plattform, bei der ihr eure Playlist nach ganz bestimmten Regeln aufstellt. Ihr müsst euch ein bisschen reinfuchsen, aber da können richtig interessante Sachen bei rauskommen. Wenn ihr die Playlist erstellt habt, könnt ihr die mit einem Klick zu eurem Spotify-Profil hinzufügen. Gerade zu Zeiten von guten Kopfhörern ist der Sound sehr wichtig und den könnt ihr nämlich auch individuell einstellen. Ihr habt die Möglichkeit zwischen normal, hoch und extrem. Bei Android-Nutzern könnt ihr die Soundqualität unter dem Punkt Soundqualität einstellen. Bei iOS-Nutzern unter Wiedergabe. Wichtig ist hier natürlich, wenn ihr das Ganze mobil macht und nicht irgendwie Stream On von Telekom oder sowas habt, dann verbraucht das natürlich mehr Datenvolumen, wenn ihr eine höhere Soundqualität habt. Außerdem habt ihr die Möglichkeit, einen Equalizer zu verwenden. Damit könnt ihr nochmal das Ganze feinregeln, zum Beispiel den Bass ordentlich hochdrehen, wenn ihr darauf steht. Gerade für die Leute, die sehr, sehr viel Musik hören und sich gerne mit Musik beschäftigen, ist es auch nett, wenn man die Musik irgendwie unterteilen kann. Zum Beispiel auch, wenn ihr gerne laufen geht, dann ist es ja ganz interessant zu wissen, wie viel Beats per Minute einen Track hat, damit man so ein bisschen in diesen Run reinkommt. Das und ganz viele verschiedene andere Sachen kann man über Sort Your Music unterteilen in Beats per Minute, Loudness, über Akustik, Popularität und somit kann man vielleicht auch nochmal eigene Playlisten erstellen, sich ein bisschen reinfuchsen und sich ein bisschen mit der Musik beschäftigen. Auf jeden Fall auch eine ganz interessante Sache. Wenn ihr auf vielen anderen Plattformen wie YouTube, Soundcloud und was auch immer unterwegs seid, gibt es auch eine interessante Funktion. Ihr könnt nämlich existierende Playlisten auf Drittanbietern zu Spotify importieren. Hierfür nutzt ihr die Seite Spotlister. Hier habt ihr so Sachen wie zum Beispiel Subreddits, YouTube, Last.fm, Soundcloud und was auch immer. Es sind richtig, richtig viele Sachen und da könnt ihr wirklich einfach Playlisten, die existieren, zu eurem Spotify-Profil hinzufügen. Für die Kontrollfreaks unter euch, wenn ihr schnell Spotify und wie im Flug bedienen wollt, gibt es nämlich Master Keyboard Shortcuts. Damit könnt ihr dann super schnell und super krass Spotify bedienen und damit seid ihr vielleicht dann der nächste coole Typ auf jeder Party, wenn ihr ganz schnell Spotify bedient oder so. Oh, die Playlist außersehen gelöscht. Ach du liebes bisschen, kein Problem. Die könnt ihr nämlich direkt wiederherstellen. Dafür geht ihr nämlich auf die Webseite von Spotify auf euer Konto und dann geht ihr auf der linken Seite auf Playlist wiederherstellen. Ihr kennt es wahrscheinlich schon, es gibt ja einen Mix der Woche und die B-Seite, da sind verschiedene Playlisten, die für euch erstellt werden, die nach einem Algorithmus quasi Musik auswählen, die dann zu euch passen soll. Das ist schon mal ganz cool, sollte man auf jeden Fall regelmäßig mal reinhören. Diese B-Seiten und Mix der Woche, die werden regelmäßig rotiert, da gibt es immer was Neues. Wenn ihr das Ganze cool findet, könnt ihr das aber auch mit einem kleinen Trick speichern. Hierfür erstellt ihr eine neue Playlist, geht in eure Mix der Woche rein. Mit SRG markiert ihr dann die Songs, die ihr haben wollt. Mit Rechtsklick geht ihr dann auf einen dieser Songs drauf und drückt dann auf Playlist hinzufügen. Wenn ihr jetzt Musik aus einem alten Mix der Woche irgendwie hören wollt und ihr habt irgendwie vergessen, wie der Song heißt, habt ihr auch eine Möglichkeit. Ihr könnt zwar nicht auf die alten Mixes der Woche zugreifen, ihr könnt aber auf den Verlauf gehen und das macht ihr nämlich mit dem Warteschlangen-Symbol. Hier klickt ihr drauf und dann findet ihr die letzten 50 Songs, die über Spotify abgespielt worden sind. Es gibt noch eine dritte Art automatischer Playlisten und das sind die Mixtapes. Die Mixtapes sind verschiedene Musikrichtungen, die ihr hört. Die entwickeln sich auch je nach eurem Musikgeschmack und die könnt ihr auch beeinflussen. Das macht ihr, indem ihr einzelne Songs vom Mixtapes einfach liked und dann weiß der Algorithmus, aha, das ist die Richtung, die ihr gerne hört. Und für Leute, die absoluter Fan von irgendeinem bestimmten Künstler sind. Spotify merkt, welchen Künstler ihr besonders gerne mögt. Und wenn ihr bestimmte Voreinstellungen habt, dann kann es sein, dass ihr Konzerttickets vor dem offiziellen Verkaufsstart bekommt. Es gibt ab und zu exklusive Merchandise-Artikel zu kaufen, die es sonst nirgendwo anders gibt. Oder zum Beispiel auch so Einladungen zu bestimmten Künstler-Events. Um das zu bekommen, muss in eurem Profil hinterlegt sein, dass ihr über News
und Angebote informiert werden wollt. Außerdem, wenn du gerne auf Konzerte gehst und du willst darüber informiert werden, hast du einmal die Möglichkeit, unter Suche und Konzerte dir verschiedene Konzerte angeben zu lassen. Außerdem kannst du den Ort abändern. Und wenn ihr jetzt die Konzerte von einem bestimmten Künstler sehen wollt, geht ihr auf das Künstlerprofil, geht dann auf Tour und mehr Konzerte anzeigen. Und für die Leute, die gerne mal so einen Song mitsingen wollen, aber leider den Text nicht kennen, ja, für die gibt es die Möglichkeit, gerade bei sehr populären Songs, sich den Text anzeigen zu lassen und obendrein sogar noch die Story hinter dem Song sich anzugucken. Also, wen das interessiert, so ein bisschen so Insights haben will, für den ist das hier genau das Richtige. Wenn euch das Ganze gefallen hat, dann lasst doch mal ein Like da. Es gibt übrigens auch noch mal andere heiße Tipps. Und zwar für richtige Serienjunkies. Die gibt es hier, die könnt ihr euch mal angucken. Da mache ich so ein bisschen eine ähnliche Richtung. Da kriegt ihr halt nur eher zu Streaming-Seiten als zu Musik. Aber es wird auch interessant für euch. Und ich würde mal sagen, meine lieben Freunde, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.